Um Werbe- und Vertriebserlöse wirbt seit 1. Juli die Styria Digital One, der neue Riese der Styria Media Group. Die Bereiche Digital Sale, Produktentwicklung sowie Technik und Business Development von Kleine Zeitung, die Presse und Wirtschaftsblatt sind dort vereint. Geschäftsführer Alexis Johann und die beiden Heads of Media Sales, Regina Rath und Marion Stelzer-Zöchbauer, über einheitliche Angebote, dynamische Paywalls und E-Commerce. 3,1 Millionen Österreicher erreiche die Styria Digital One im Monat, erklären Marion Stelzer-Zöchbauer und Regina Rath, beide Head of Media Sales, stolz. Außerdem komme man auf 650 Millionen Page Impressions pro Monat und 500.000 Unique Clients. Aber was ändert sich konkret für die Kunden? One Face to the Customer, ein Preis über alle Plattformen, ein Ansprechpartner, der Spezialist in der jeweiligen Branche ist, eine Rabattstaffel, eine Jahresvereinbarung und so weiter. Die Zusammenlegung bringe nun viele Synergien mit sich, aber auch Herausforderungen. Ja, das ist Inventaraufbau, das sind Themen wie InStream, die auf manchen Webseiten schon wirklich sehr gut funktionieren und auf anderen einfach noch nicht so gut funktionieren, wo wir einfach davor stehen, übergreifend eine wirklich gute Lösung zu finden. Bei den Nachrichtenportalen im Wirtschaftsblatt, Presse, Kleine Zeitung stehen Themen an wie übergreifende Advertorials oder Newsletter, die buchbar sind. Aber da wird eigentlich einfach noch viel von uns auch und von unserer Marktforschungsabteilung dran gearbeitet werden. Auch im Bereich Mobile soll bald weniger ist mehr gelten. Wir haben uns einmal angeschaut, wenn wir alle unsere mobilen Produkte zusammenrechnen, kommen wir auf weit über 50 Formate. Kein Werbekunde würde 50 verschiedene Werbeformate programmieren lassen, damit man dann um 2.500 Euro eine Kampagne starten kann. Also wir versuchen, dieses zu vereinheitlichen, 3-4 Produkte zu kreieren und diese dann auch zu einem sehr guten Preis am Markt anbieten zu können. Geschäftsführer Alexis Johann erwartet Margen im oberen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich spätestens 2015. Zunächst sei das Ziel, die Reichweiten und Nutzungsintensitäten zu erhöhen, um dann auf neu entwickelte dynamische Paywalls zu setzen. Herkömmliche Paywalls seien häufig kompliziert und würden es gerade treuen Usern schwer machen. Wir wollen es genau umgekehrt machen, dass wir diese User belohnen, die besonders intensiv unsere Portale nutzen. Also wir wollen das umdrehen, wenn man so will. Also was weiß ich, wenn ich sage, ein User kommentiert sehr oft oder ein User postet sehr oft oder ein User liked sehr oft, dann kann ich sagen, daraus, aus diesen Aktionen, gibt es eine Incentivierung. Und diese Incentivierung, könnte ich ja sagen, mündet irgendwann auch mal in ein Abo, das weniger kostet. E-Commerce sei ebenfalls interessant. Derzeit entwickle man in Kroatien erste Shop-Modelle, die man bei Erfolg wohl auch nach Österreich übertragen werde.